ich wollte jetzt erstmal sehen, dass so ein großes Interesse an Thema Mobilität besteht. Das ist jetzt der dritte Antrag, den wir anträgen, der sich mit diesem Thema befasst. Das zeigt, dass Bündnis über die ELF und Verkehrspolitik in Berlin viele Leute mitreden wollen und vieles zu sagen haben. Das ist leider beim Sonntag nicht so, da ist ein großes Interesse vorhanden. Da gibt es viele Beispiele für die Spandauer wissen davon zu berichten, in Bezug auf ihren S-Bahn-Ausbau, ihren Strecken dort. Da passiert nichts. Ich weiß nicht, wie viel Podien ich da schon zugesessen habe, aber es passiert halt einfach nichts. Die Nahverkehrsagentur mal eben schon zugeliefert. Aber auch das Thema Radschnellweg. Ich bringe ein Beispiel, das ist aus einfach machen. Wir haben dort nachgefragt und dann haben wir entsprechend einen Antrag gestellt, wie viel Geld wir denn wissen für Radschnellwege, die halt liegen. Antwort 0 Euro 0 Cent. Der Plan der CDU, der wir breiten der Presse war, sah vor, den Radschnellweg auf den ehemaligen Stammern mit Werbekriterien zu finanzieren. Das heißt, sie wollen Werbetafeln auf ihren Stellen. So stellt sich SPD und so stellt sich CDU das vor, wie ein Radweg, bitte schön kein Geld für die 100, aber 4 Millionen aus den entsprechenden Haushalten. Das ist der falsche Weg und deswegen sagen wir, das wollen wir anders machen. Wir haben hier an dieser Stelle aber noch ein besonderes Problem, dass der Senat nicht nur das Thema Mobilität insgesamt stiefmütterlich behandelt, sondern gerade für die Erlastbezirke wenig bis nichts vorzuweisen hat, vor allem keine Aktivitäten. Und deswegen finde ich diesen Antrag wichtig und richtig, indem wir mal aufzeigen, was alles zu tun ist. Das heißt zum Beispiel, dass Fahrradpolitik natürlich nicht nur innerhalb des S-Bahn-Rings, sondern auch darüber hinaus passieren muss. Das heißt weiter, dass abends der ÖPNV in den Ostbezirken schon noch stattfinden muss und nicht um 22 Uhr dann der letzte Bus mal fährt und dann vielleicht irgendwann mal ein Nachtbus kommt und das auch noch unregelmäßig. Das heißt, dass wenn Berlin wächst, wir stillgelegte Bahntrassen wieder reaktivieren müssen. Das heißt, dass wir Barrierefreiheit nicht nur in den Innenstadtbezirken denken müssen, sondern eben auch draußen in den Außenbezirken. Diese vier Punkte haben wir hier aufgeschrieben. Ich finde, das steht uns zu gut zu Gesicht. Dieser Antrag, der dankenswerterweise initiiert wurde von meiner Kollegin Inga Schattenegg, diesen Antrag hier heute zu beschließen und damit auch zu sagen,